Um jetzt die Erstinstallation unseres LG Smart Flat Screen Freundes durchzuführen, benötigen wir erstmal natürlich alle Verbindungen hinten, haben wir gesetzt. Und wir brauchen eine Fernbedienung mit eingelegter galvanischen Zellen oder Akkus. Zwei Batterien kommen da rein, AAA Size. Dann, Energie ist da, der Fernseher sollte jetzt gestartet werden. Das heißt, wir gehen unter das LG-Zeichen, dort ist ein Anschaltknopf, den drücken wir, bis der Fernseher nun anfängt zu booten. Und damit wird er jetzt das erste Mal das WebOS von LG selber starten und kann uns dann weitere Infos zuteil werden lassen. Wir haben nämlich jetzt viele Möglichkeiten, durch den Smart oder die Smart-Oberfläche des Fernsehers uns jetzt individuell das System einzurichten und es dann auch individuell zu nutzen, sprich mit Konsolen zu bestücken, mit Internetinhalten zu bestücken etc. Jetzt möchte er gerne sich mit unserer Smart Remote verknüpfen. Die Smart Remote hier sollte jetzt den OK-Button gedrückt bekommen. Wenn das nicht funktionieren sollte, dann drückt man das Häuschen und die Taste der Einstellungen zusammen, denn dann pairen sich diese beiden Geräte auch. Wir werden jetzt die OK-Taste drücken, die sich hier im Center bei dem rechts, links, oben, unten Tasten gedrückt befindet, werden wir nun drücken, um dort das besagte verknüpfungstechnische Gimmick zu ballern. So, wir haben das nun gepresst. Jetzt geht es darum, wir sollen eine Installationsmethode auswählen. Wir können Mobildevice nehmen, dazu benötigen wir dann ein Smartphone mit der LG-App oder wir benutzen TV. Wie oder was benutzen wir, um zum Navigieren? Unsere Fernbedienung. Wir haben hier den rechts, links, oben, unten und in der Mitte, das ist so ein Kreis mit einem Kreis da drinnen. Das ist dann die Auswahltaste. Ihr könnt sehen, ich kann rechts und links mich jetzt bewegen, ne? Zuck, 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 und kann jetzt eine Auswahl treffen. Ich benutze jetzt die mittlere Taste, um die Bestätigung dieser Aufgabe dann zu setzen. Jetzt Language and Location Settings. Das bedeutet, wir sollen jetzt die Sprache des Fernsehers einstellen. Hier können wir wieder runter und hoch, rechts und links uns bewegen. Wenn ihr gerne auf Englisch und im United Kingdom sein wollt, könnt ihr das so lassen. Wenn ihr nicht das wollt, sprich die Language und den Country ändern, lass uns mal den Country ändern, gehe ich auf den Reiter Country und dann drücke ich wieder die OK-Taste. Jetzt poppt dort ein Menü aus und ich kann jetzt das Land suchen, welches wir bevorzugen bzw. wo wir uns gerade auch befinden. Germany oder Germanie steht dort, das steht für Deutschland. Wenn ihr euch in Deutschland aufhaltet, solltet ihr dieses als Einstellung des Countries, sprich des Landes, nutzen. Denn es gibt ja auch in einem Smart TV lokal bezogene Informationen etc., die dann auf das Land selber zutreffen. Ich habe mit der Enter-Taste wieder ausgewählt. Jetzt werden wir noch die Einstellung der Language ändern. Dort sehen wir Deutsch. Ihr könnt auch jede andere Sprache nennen. Wir haben also jetzt die Sprach- und Ortseinstellungen ausgewählt. Jetzt gehen wir runter. Erste Verwendung beenden. Nee, wir wollen ja auf Weitergehen. Nun werden wir auf Weiter klicken und haben nun hier die Möglichkeit, wenn wir nicht das LAN-Kabel nutzen, eine Wi-Fi-Verbindung feststellen zu können bzw. eingehen zu können. Wi-Fi bedeutet, dass ihr kabelloses Internet habt bei euch zum Beispiel zu Hause. Dort werden die drahtlosen Netzwerke hier angelistet, aufgelistet. Wir können sie mit hoch und runter dann auch auswählen. Wir gehen zum Beispiel jetzt auf Norden 5.0 und müssen jetzt ein Passwort eingeben. Das Passwort ist bei eurem Admin, sprich bei dem Menschen, der euch das Internet eingerichtet hat, zu erfragen. Oder in den meisten Fällen, wenn man die Sachen nicht geändert hat, reicht es, ihr geht zum Router. Das ist dort, wo das Wi-Fi-Netzwerk generiert wird. Dreht ihn um und unten steht meistens das Passwort drauf.
Was aber eigentlich nicht so sein sollte, weil dann kann jeder in euer Pass, in euer Wi-Fi-Network eindringen. Alternativ wäre natürlich jetzt auch die Möglichkeit, das zu überspringen. Da geht man hier oben in die Ecke und kann dann über das LAN-Kabel dann das Internet beziehen. Oder ihr verzichtet sogar darauf und würdet hier auf Überspringen gehen und würdet beide Sachen nicht wählen. Das geht natürlich auch. Keiner zwingt euch in einem Smart TV das Internet auch zu nutzen. Nur, euch muss klar sein, wenn ihr das Internet nicht nutzt, habt ihr viele Optionen, die ein Smart TV mit sich bringen, gar nicht zur Verfügung. Ich werde demzufolge jetzt uns mal ins drahtlose Netzwerk, ins Wi-Fi-Netzwerk von dieser Location hier einwählen mit dem Passwort. Auf geht's! Ich habe jetzt mein Passwort eingegeben. Ihr seht, ihr könnt euch hier bewegen, nach rechts und links, nach oben, nach unten und durch die Auswahltaste dann auch die Auswahl tätigen. Hier drüben haben wir noch die Möglichkeit, das Layout auf Deutsch und Englisch zu ändern. Dort Sonderzeichen, Sonderzeichen und hier ist dann Shift, sprich, wir können es dann auch vergrößern. Also, ne, so meine ich das jetzt. Danach gehen wir nach oben, bis wir auf das Passwort kommen, drücken wieder die Bestätigung mit der Enter-Taste und können dann die Eingabetaste nutzen, um weiterzuführen. Wir kommen jetzt also in unser Wi-Fi-Netzwerk rein. Nun haben wir hier die allgemeinen Geschäftsverbindungen. Hohoho. Die sollten wir uns natürlich ausgezeichnet durchlesen. Und wenn wir dies getan haben, können wir diese dann auch mit weiter bestätigen. Damit auch wieder einmal runter. Ich habe mir das natürlich jetzt alles schon vorher genau durchgelesen. Wir können jetzt also nach unten und auf den Weiter-Button klicken. Nun haben wir hier die Möglichkeit, diverse unterschiedliche Sachen auszuwählen. Nutzungsbedingungen, okay. Übertragung von Informationen außerhalb der EWR, das heißt hier Datenschutzrichtlinien. Damit wir das natürlich jetzt alles nutzen wollen, sprich smarte Sachen, den kompletten Fernseher nutzen wollen mit seinem ganzen extra additional stuff, sollten wir hier erstmal die Fernsehnutzung aktivieren. Die Sprachinformationen könnt ihr, müsst ihr natürlich nicht. Dann haben wir interessenbezogene Werbung. Es ist sehr interessant, denn dann merkt das System sozusagen, was eure Vorlieben sind und gibt euch dann auf euch abgestimmte Interessen, Werbungen rein. Das ist jetzt nicht, dass hier ein 5-Minuten Werbeblock kommt. Nein, nein, das ist einfach, dass dort dann explizit, wenn es dazu kommen sollte, dass ihr irgendetwas sucht oder so, dann das interessenbezogen bekommen solltet. Dann können wir uns nochmal die Datenschutzrichtlinien durchlesen. Mit einer Bestätigung sieht ihr die Channels. Wir können auch direkt hingehen und alle auswählen. Na, das ist euch überlassen. Das ist jetzt wirklich eure Sache. Wir sollten natürlich trotzdem zustimmen oder können das auch später machen, nur um dann Smart TV-Eigenschaften zu nutzen. Dann müssen wir natürlich die besagten Bedingungen hier erfüllen und dann können wir auf Zustimmen gehen. Einstellungen überprüfen. Wählen Sie ein Element aus, das wir ändern möchten. Automatisch angeschlossene Geräte können mit dem LG TV-Fernbedienung gesteuert werden. Das müssen wir auch noch wissen. Und hier können wir jetzt gucken, wie er genutzt werden soll. Wir können auswählen, keine oder nur TV. Aha, das ist ja jetzt nicht viel zum Auswählen. Dann ist das jetzt nur ein TV. Oder keine. Ja, dann sollten wir vielleicht nur TV wählen. Dann Fernsehmodell. Installationsmethoden unseres Fernsehers sollten wir nun auswählen. Wir haben einmal die Möglichkeit der Wandhalterung, das ist der rechte Auswahlbutton, oder Ständer. Ständer bedeutet, die Füßchen sind drunter. Wie bei uns hier. Hier sind jetzt Füßchen. Das heißt, wir benutzen Ständer. Dadurch ist nämlich der Fernseher wird ja ein wenig anders reagieren, zum Beispiel beim Sound abgeben und eventuell von der Blickrichtungsausschwabbelung könnte das sein, dass das vielleicht ein bisschen verändert. Wir machen Ständer, wenn ihr den Ständer genutzt habt. Jetzt geht es darum, eine Sendereinstellung durchzuführen. Das war das, wenn wir hinten entweder das Antennenkabel angesetzt haben, hier seht ihr auch schon, wie eine Antenne ungefähr aussieht, die Digitalantennen sind ja auch noch ähnlich aufgebaut, Kabelanschluss, das heißt, ihr habt eine Kabeldose an unserem Bereich
und oder Satellit. Wir können, wie ihr seht, alle drei Sachen auswählen. Dann würde er einen Suchlauf über alle drei durchführen. Dem ist aber nicht so. Wir haben in dem Fall nur Satellit momentan, weil Kabel haben wir abgemeldet. Das kostet fortlaufend Geld. Und Antenne, ja, das haben wir auch nicht mehr. Also Satellit würde jetzt hier ausgewählt werden. Danach wird er nämlich dann einen Sendersuchlauf durchführen. Das heißt, wir gehen dann auf das System, was ihr fahren wollt, worüber ihr schauen wollt, Antenne, Kabel oder Satellit. Oder ihr könnt auch gar nichts auswählen. Wenn ihr zum Beispiel das Gerät nur als Smart TV benutzen möchtet, ne, dann wäre das auch möglich. Wir benutzen es jetzt aber noch als Satellitfreund. Also weiter. Jetzt geht es darum, wenn ihr Satellit auswählt, dann gibt es, es gibt schon mehrere Freunde oben im Orbit am Rumschippern, aber die meisten, die wir nutzen in Deutschland, ist schon der Astra-Satellit. Es gibt noch SkyD und andere Anbieter. Lass uns bei dem Astra bleiben, denn darauf ist unsere Schüssel nämlich ausgerichtet. Jetzt können wir hier auswählen die Satelliteneinstellungen. Wir haben eine LNB-Frequenz, lalala, die ist aus, ein Astra 19,2E, LNB-Frequenz ist 9,57 zu 10,600, DISEQC. Satelliteneinstellungen oder wir können den Transponder bearbeiten. Das heißt, hier wäre eine Transponderbearbeitung möglich, um dort Unterschiedliches einzustellen. Wir können auch hier unterschiedliche Satelliten zum Beispiel einstellen und auswählen. Es gibt ja auch Satellitenschüsseln, die sich eventuell anpassen können auf unterschiedliche Satelliten. Wir wählen jetzt das, was es nur gibt. Das heißt, unsere Schüssel ist auf dem Astra-Satelliten ausgerichtet. Weiter. Und nun können wir eine Astra 19,2-Suche machen oder eine vollständige Suche. Natürlich kommt bei einer vollständigen Suche ein viel längerer Zeitraum zu machen, aber wir haben auch ein paar Senderchen mehr. Die Astra 19.2-Suche werden wir jetzt hier durchführen. Das heißt also, hier können wir auch noch leicht die Satelliteneinstellungen verändern. Nun wird ein Sendersuchlauf durchgeführt. Das heißt, der wird jetzt die Sender sozusagen schon auch vorsortieren und diese dann abrufen von dem Astra-Satelliten, den wir ausgesucht hatten. Es wird auch so gehen, wir können auch eine deutsche Kanalliste kann man nutzen oder wenn ihr andere anderssprachige Satelliten noch auswählen können, würden hier mehr können. Bei dem immer mit weiter dann und jetzt suchen wir uns die nämlich automatisch dann raus. Wenn ihr jetzt auf Kabel gesetzt hättet, wäre das ähnlich. Beim Kabelnetz holt er sich das dann auch aus dem Kabelanschluss heraus und wird dort dann auch die Sender heraussuchen, die bei euch auch lokal verfügbar sind. Und beim besagten normalen Standardgedrisse, wie es früher auch immer war, sprich die Antenne, könnte man dort auch ähnlich vorgehen. Also ihr seht, das ist alles ungefähr gleich. So, wir haben jetzt hier, der Programmmodus wurde auf den Satelliten festgelegt. Also bestätigen wir mir, okay, wir sehen, wir haben im DTV-Netz, Satelliten-DTV-Netz 659 Sender gefunden, im Radionetz 29. Und LG-Channels haben wir 147 auch noch gefunden, denn LG hat auch noch seine eigenen Senderbatterien da. So, das heißt, damit haben wir auch schon den Sendersuchlauf abgeschlossen. Das geht heutzutage viel schneller als früher. Und wir können jetzt mit fertig fortführen. Jetzt geht es darum, nachdem wir uns angemeldet haben, können wir empfehlende Inhalte und mehrere Apps-Dienstleistungen genießen. Das ist natürlich auch wieder freiwillig. Ihr braucht kein LG-Konto, um diesen Smart TV bedienen zu können. Das LG-Konto hat aber natürlich ein paar Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel, ihr könnt die LG ThinQ App benutzen. Wir können uns App-Dienste aus dem LG Store herunterladen. Das heißt, um den Smart TV selber komplett zu nutzen, ist ein LG-Konto sehr ratsam. Wir können das mit der LG ThinQ App von unserem Smartphone zum Beispiel machen, die Anmeldung, oder mit dem mobilen Web anmelden. Da würde hier ein Browser wohl erscheinen. Lass uns das mal kurz machen.
Das heißt, wir werden jetzt über das Wi-Fi in unserem Fall dort draufgehen, mit der mobilen Web anmelden. Wir rufen die URL mit einem PC oder einem mobilen Webbrowser selber auf. Das heißt, er wird uns nicht hier jetzt den Webbrowser zeigen, sondern wir müssten dafür unser Smartphone benutzen oder unseren PC. Das wäre jetzt de.lgtvlink.com. Oder Schritt 2, wir geben dann den Code ein. Sprich, wenn wir die Homepage aufrufen, dann können wir dieses dort dann nämlich nutzen. Dieser Code wird andauernd erneuert. Ihr braucht also meinen Code gar nicht ausprobieren. Wir können uns aber auch mit der Fernbedienung selber anmelden. Das heißt, wir können jetzt hier Anmeldung über den Fernseher selber mit dem LG-Konto, das ein LG-Konto neu erstellen. Wir können uns mit Google anmelden, mit Facebook, mit Amazon oder mit Apple. Diese Dienste, das sind jetzt nicht die Dienste, die wir dann dort direkt verknüpft haben, die würden wir dann erst sozusagen mit diesem Fernseher hier verknüpfen. Das heißt, wir können uns jetzt hier mit unserem LG-Konto anmelden, welches wir vorher zum Beispiel bei einem anderen LG-TV-Zone gehabt haben, oder wir erstellen eins. Wenn wir eins erstellen, müssen wir natürlich unsere Daten dort geben. Ihr seht hier die Nutzungsbedingungen, Übertragung außerhalb der EW, müssen wir dort auch wieder untersetzen, weil jetzt wird ja hier dann auch Daten ausgetauscht. Wir geben eine E-Mail-Adresse an, wir geben dann ein Passwort ein, was uns an die E-Mail-Adresse geschickt wird, und wir sollten ein Geburtsdatum noch eingeben. Danach können wir fortfahren, wenn wir uns mit dem Fernseher und der LG-Konto verknüpft haben. Es ist aber kein Muss, das ist auch wieder optional. Nur um den kompletten Smart TV vernünftig nutzen zu können, ist es sehr ratsam, dies durchzuführen. Wenn ihr dann optional eine Anmeldung mit der LG-App gemacht habt oder es manuell gemacht habt, dann kommt ihr ins nächste Menü. Das heißt nun, die Ersteinrichtung ist dadurch abgeschlossen. Installation der LG-empfohlenen Apps können wir nutzen. Das heißt, wir gehen auch hier wieder vor und bewegen uns mit den Cursor-Tasten rum. Und hier können wir dann zum Beispiel schon Dienste installieren, die wir gerne hätten, wie Alexa, Prime Video, Join, LG Channels, Rakuten oder Chili und noch mehr. Oder gar nichts davon. So, Installation der App auswählen. Und nun haben wir, glaube ich, auch fast geschafft, Leute. Wir werden jetzt gleich wirklich mal reinkommen ins System, um unseren Smart TV nutzen zu können. Natürlich könnt ihr diese ganzen smarten Sachen auslassen, dann wäre es aber schade, denn dann können wir den Smart TV nicht komplett nutzen. Hier geht es jetzt darum, die ausgewählte App möchte Wi-Fi einschalten, Netzwerk sind beim Muss verwenden, ihr könnt das hinzufügen oder nicht. Ich habe jetzt ausgewählt, dass die YouTube-App runtergeladen wird, und ihr seht, das geht recht fix. Das hat natürlich auch mit eurer Geschwindigkeit des Internets zu Hause zu tun, und die App ist jetzt zum Beispiel auf unserem Smart TV installiert worden. Gut, dann können wir reingehen in unser Fernsehen.